Willkommen zurück zu Paper Mario The Thousand Year Door. Heute will ich versuchen, Richtung Kapitel 6 zu kommen. Allerdings gibt es hier noch die ein oder andere Quest und ein Koopa-Blatt wäre auch ganz schön. Das muss man, glaube ich, noch mit einer Mango kombinieren. Dann wäre das auch noch ein Rezept, was man holen könnte. Jetzt wollen wir jetzt mit ihm reden. Oh Mario, hast du also meinen Auftrag angenommen? In letzter Zeit fühle ich mich ein wenig einsam. Niemand will mit mir reden. Und jetzt bist du ja hier, also mach es dir ja doch ruhig bequem. Puh. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, die Jugend von heute. Alle sind so ungeduldig. Neulich war ich in Rohlingen bei Toads und Koopas. Der Kerl hat es etwas länger gedauert. Da ruft so ein Grünschnabel hinter mir. Mach schnell, Alterchen, es wird schon dunkel. Gut, ich bin alt und kann nicht mehr so schnell, aber so eine Frechheit. Apropos Dunkelheit, da muss ich immer an mein erstes Stell-Dich-Ein denken. Ich sollte mein Mädchen heimbringen, bevor es dunkel wird. Die ganze Zeit habe ich nur den Himmel angestarrt. Ja, ich war auch viel zu schüchtern. Um mein Mädchen anzusehen. Oh, mir wird jetzt noch flau, wenn ich daran denke. Aber ich schweife ab. Also, was war noch gleich das Thema? Ach ja, die Jugend. Die Jugend von heute hat einfach keinen Biss mehr. Manchmal will man sie anbrüllen und fragen, wo ist euer Schneid? Das habe ich gebrüllt, als ich meinem Mädchen meine Liebe erklärt habe. Ihr Zug fuhr los, ich stand auf dem Bahnsteig und brüllte. Was? Was habe ich damals gebrüllt? Was war noch das Thema? Kurz gesagt, ich und mein Mädchen, wir waren wirklich verliebt. Und das Problem ist die Jugend von heute. Ach, nicht so wichtig. Mein kleines Mädchen, sie hat mich nur verlassen. Oh, entschuldige, ich bin wohl etwas aufgeregt. Danke jedenfalls, dass du mir zugehört hast. Es hat gut getan, mal mit einem jungen Menschen reden zu können. Oh, entschuldige, ich hab dir nicht mal einen Tee angeboten. Ja, das sei dann demnächst dieses Blatt. Okay, haben wir zwei. Bin ich jetzt nicht schlecht. Was? Aus zwei. Der hat gesagt, dass man aus zwei was machen kann. Okay. Joa. Gibt auf jeden Fall noch ein paar Rezepte, die man damit holen kann. Ganz ehrlich, ich glaube, ich besorge mir auch ganz kurz eine Mango. Können wir das auch noch schnell machen? Danach geht's zur Diana-Quest. Ich habe keine Ahnung, wer Diana überhaupt ist. Vielleicht eine Maus oder so. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was noch fehlt. Ich weiß allerdings, dass hier drüben eine Mango ist, die man sich ganz kurz holen kann. Das dauert auch echt nicht lange. Das muss dieser Baum hier sein. So ist es. Ja, wenn ihr Rezepte farmen wollt, Mango ist auf jeden Fall eine Zutat, die man ein paar Mal braucht. Und daher holt sie euch am besten auf diese Art und Weise. Da drüben wäre übrigens noch ein Superpilz zu kaufen. Auch ganz wichtig, eventuell. Egal. Hätten wir jetzt das erledigt. Auch wenn Koopa-Blatt etwas wenig ist, aber. Naja, ich gucke jetzt noch ganz kurz in die Rezepte, ob das auch so stimmt, wie ich es dachte. Nochmal ganz kurz zu den Bubus, weil da gibt es auch noch was zu holen. Ja, erinnert ihr euch noch an die Mail von Bubulia? Wir schnappen uns jetzt ihre Kinder und braten sie. Weil die sind ja sehr lecker, die sind ja auch anscheinend bei Hot Dogs mit drin. Wie es uns gesagt wurde in Falkenheim. Ständig meckert Bubulia an mir rum, langsam habe ich das satt. Mario, wollen wir nicht irgendwas Nettes zusammen machen? Okay. Oh super, also dann wie wär's mit Rätseln? Ich errate jedes Rätsel, das du mir aufgibst. Gib Bubulia ein Rätsel auf, das sie leicht lösen kann. Warum? Ist Luigi's grüne Mütze. Warum ist Luigi's grüne Mütze? Hä? Was soll das denn? Verstehe ich nicht. Das macht keinen Spaß, ich habe keine Lust mehr auf Rätsel. Hallo? Hey, warte. Was? Was quietscht? Pussybots. Beste Freundin. Ah, nee. Wer ist Marios beste Freundin, muss ich glaube ich angeben. Oder wer ist Luigi's beste Freundin? Da kommt sie vielleicht nicht drauf.
Ja, wer ist Luigis beste Freundin? Hä? Was soll das denn verstehen? Ach Junge. Als ob das keinen Sinn macht. Wer ist Luigis beste Freundin? Passt doch. Dann halt nicht. Wer ist Marios beste Freundin? Was beste Freundin hier? Das weiß doch jedes Baby. Natürlich Prinzessin Peach oder etwa nicht. Ja, wusste ich's doch. Ich kann jedes Rätsel lösen. Oh, Marios in der Friendzone. Sorry. Yes! Ja, und weil es so viel Spaß gemacht hat, gibt sie uns ihre Eier. Kann man nochmal machen? Ich mache einfach nochmal dasselbe, bis gleich. Nee, das Rein-Raus-Spiel funktioniert leider bei ihr nicht. Wäre toll gewesen, das Rein-Raus-Spiel und danach gibt sie uns ihre Eier. Aber, naja. So leicht ist sie dann doch nicht rumzukriegen. Ja, Respekt an Bubulia. Die, geht anscheinend nicht mit jedem ins Bett. Außer mit ihrem Bruder. Was? Okay, ja, wir haben leider nur ein Ei bekommen. Egal. Werden wir trotzdem hier mit, was war's? Womit könnte man das Ei kochen? Nochmal kurz. Ich hab's hier eigentlich noch offen. Man kann Sternenwind mit einem Bratpilz kochen, okay? Parma ist übrigens auch ganz kompliziert zu machen, das was wir bekommen hatten. Pilz und Backmischung könnte man theoretisch auch kochen. Aber wir sind hier für Kupferblatt und Mango einmal. Und dann ein Bubu-Ei, glaube ich. Ja komm, machen wir jetzt einfach. Das Bubu-Ei machen wir jetzt einfach alleine, okay? Danach machen wir Kupferblatt und Mango. Haben wir zwei neue Rezepte, die gar nicht mal so schwer waren zu machen. Da gibt es auf jeden Fall noch kompliziertere. Welche, für die wir mehr Geld brauchen, das wird gar nicht angenehm. Aber egal, ich mach's für die 100%. Brauchen wir nochmal ein Kupferblatt irgendwo? Ich lese hier gerade nichts vom Kupferblatt. Allerdings brauchen wir ein Goldblatt und Wakats Kekeimer. Wird gar nicht so angenehm. Aber egal. Pilz und Backmischung könnte man theoretisch auch noch holen, aber ich glaube, ich lasse es dann auch erstmal. Ja, wieder ein paar geholt. Müssten auch 20 jetzt ungefähr sein. 21 vielleicht. 21. Und es füllt sich langsam. Langsam aber sicher. Da wir jetzt auch schon die Hälfte haben. Gehen wir doch einfach mal in die nächste Quest. Wir haben von dem Koopa ja leider nur ein Koopa-Blatt bekommen, statt irgendwie mehr Geld oder so, weil Geld wäre eigentlich das, was wir brauchen. Ah, naja, mit dem Koopa-Blatt kann man sicher auch nochmal was machen. So. Ich möchte, dass du an meiner Stelle jemanden triffst. Die Details erkläre ich dir, wenn du zu mir nach Düsterdorf kommst. Ach, die war Diana. Okay. Müsste die mit den Kindern sein, oder? Ich weiß, glaube ich, genau, wer das ist. Ich glaube, die wurde nach einer Zeit auch in Schwein verwandelt. Ja, das sehen wir gleich. Ja, ich will heute noch in Richtung, ja, Dingens, Richtung Kapitel 6, aber ob das jetzt so gut funktionieren wird, müsste gleich das hier sein, oder? Ja, sieht gut aus. So hatte ich es in Erinnerung. Ich bin so froh, dass du meinen Auftrag erfüllen wirst, Mario. Aber ich möchte nicht vor den Kindern reden. Kommst du mit nach draußen? Die Kinder sehen nicht gerade glücklich aus. Ich möchte, dass du jemanden triffst. Der Name ist Bien. Ich habe ihn einmal sehr geliebt. Früher, wir beide wollten Operettensänger werden. Wir träumten den gleichen Traum und die Liebe traf uns wie ein Blitzschlag. Wir lebten in einem winzigen Zimmer zusammen, arm, aber überglücklich. Aber als ich der Star von Toadway wurde, ist er einfach verschwunden. Ich erhielt diesen Brief in deiner schillernden Zukunft. Es ist kein Platz für mich. Danke für alles, Bien.
Bien oder Bean, wie auch immer. Warum nur? Hat mich niemals interessiert, ein Star zu sein. Und Bien, ich wollte doch nur mit dir zusammen sein. Hab die Bühne aufgegeben und einfach alles vergessen, den Traum, ein Star zu werden. Bien, alles. Ganz bescheiden habe ich hier in Düsseldorf geheiratet. Ich bin sehr glücklich, solche aufgeweckten Kinder zu haben. Hab nie mehr über damals nachgedacht, bis ich dieses Gerücht hörte, wenn sie angeblich in Rohlingen einen Laden aufgemacht haben. Heute geh zu ihm und sag ihm, dass Diana, die Herzensdame, nichts vergessen hat. Oh, Diana, die Herzensdame, war mein Künstlername. Geh bitte zu Bien und finde heraus, wie er nach all den Jahren zu mir steht. Soweit mein Auftrag. Okay. Nachrichtenübermittlung. Das ist dann wohl die letzte Aufgabe, die wir aktuell haben. Danach sind wir erstmal durch mit den Quests. Dabei ist es schön, dass die Quest dann bald durch ist. Dass die Quests dann bald allesamt durch sind, so. Gibt dann, glaube ich, nur noch nach Kapitel 6 und nach Kapitel 7 müssten noch ein paar Aufträge auftauchen, aber die sind jetzt, glaube ich, nicht so der Rede wert. Eventuell hat es dann nochmal was mit der Arena zu tun, wer weiß. Aber ich freue mich drauf. Nee, da muss ich gar nicht hin, bin dumm. Hab ich schon mir nicht nachgedacht, was ich tue. Wer will denken, nicht reden, einfach denken, komm. Du? Genau, er. Dieses Meister Beans war eine kleine Stätte der zwischenmenschlichen Begegnung. Oh Mario, was ist mit dir los? Du siehst so bedrückt aus. Was, Diana? Kenn ich nicht. Doch, ich riech sie Diana einfach aus. Sie soll nicht in der Vergangenheit leben, sondern die Gegenwart genießen. Das ist alles, ich habe nämlich zu tun. Diana. Ja, hallo? Das habe ich gehört. Okay. Halt nicht. Bald ist Bean da. Oder Bien. Ich check's doch auch nicht, Jungs. Ich meine, vielleicht checkt's einer von euch. Vielleicht sagt einer von euch, nee, das heißt Bien. Aber im Grunde weiß man es einfach nicht, was es, wie das genannt wird, okay? Wer weiß das schon? Die sich den Namen ausgedacht haben, obwohl. Okay, es ist eine Bohne, Bean. Hätte ich vielleicht mal nachdenken sollen, dann ist es wahrscheinlich Bean. Hast du ihn getroffen? Was hat er gesagt? Wir sind ehrlich. Er hat mich als vergessen. Nein, hat er nicht. Tut mir so. Na ja, egal, es überkam mich nur plötzlich all diese Erinnerungen. Morgen früh ist alles wieder gut. Und ich habe ja meine Kinder. Mama, hab Hunger, essen. Heute gibt es ein Festmahl. Ich habe etwas Leckeres bei der berühmten Raclette bestellt. Bitte iss so viel du willst. Yes, Sterndinner! Das müsste sein, wenn man einen Sternsturm irgendwie mit einem Pilz koppelt. Vielen Dank, Mare. Danke für alles, was du für mich getan hast. Jetzt haben wir, glaube ich, ein neues. Nicht hier. Genau, Sterndinner ist jetzt hier aufgetaucht. Perfekt, noch ein weiteres Rezept, allerdings wäre es vielleicht doch besser gewesen, hätten wir sie angelogen. Ja, angelogen hätten wir sie ja nicht direkt, ne? Wir hätten halt gesagt, ja, er erinnert sich an dich, weil er es getan hat. Er will es allerdings nicht zugeben. Er will nicht mehr Teil ihres Lebens sein, weil er denkt, er ist es nicht wert. Er denkt sich, er tut das Richtige, aber ob das so richtig ist? Naja, wie auch immer, wir müssen jetzt hiermit durch sein. Gehen wir rüber. So, was? Hallo?
Oh, Palmina. Seht euch den Boss an. Trauer um seine verlorene Tochter hat ihn krank gemacht. Manzo war wie ein Sohn für ihn. Seitdem er weg ist, liegt der Boss nur noch rum. Die Räuberbande sind goldene Zeiten angebrochen. Abgesehen davon, was wollt ihr eigentlich vom Boss? Was, ihr wollt eine Fahrkarte für den Dimmerliner? Wollt eine Fahrkarte? Ja, interessant, aber wir können dir da leider gar nicht helfen. Du müsste sich von der Boss selbst kümmern. Oh, Palmina. So habe ich den Boss noch nie gesehen. Wenn wir dem Boss doch nur helfen könnten, seine Tochter wiederzusehen. Palmina, warum meinst du, das sind doch die beiden, die auf der Isla Corsaria waren, oder? Was? Was sagt ihr da? Du wisst wohl, Palmina ist? Wirklich? Du lügst, mach besser dein Testament, bevor wir dich zu fassen kriegen. Wenn du wirklich weißt, wo wir sind, bringen sie schon nichts her. Wir würden auch gehen, aber wir können den Boss ja nicht allein lassen. Genau, wenn ihr ihm seine Tochter wiederbringt, dann legen wir uns bei ihm dafür ins Zeug, dass ihr eure Fahrkarte bekommt, bitte. Okay. Wusste ich's doch. Ihr seid eben echte Kumpel, also wir zählen auf euch. Wir werden ihn schon retten. Okay, ja, mal wieder zum Röhrenraum. Waren wir jetzt ja eigentlich auch schon oft genug, aber ey, einer geht noch. Ja, let's go. Ich frage mich immer noch, wo uns in Rohlingen was fehlt. Ich meine, die Riesentruhe da, ne, die ist mir schon bewusst. Das ist mir schon die ganze Zeit bewusst, dass da eine Riesentruhe ist. Ich hab's bloß, glaube ich, nie angesprochen, aber da kommen wir erst nach Kapitel 6 drin. Kapitel 5. Übrigens keine Ahnung, wo die siebte Röhre hinführen wird. Egal. Finden wir schon noch heraus. Da nämlich, glaube ich, mehrere Orte, die in Frage kommen. Wird wahrscheinlich schon der andere sein. Wo genau sind die jetzt hingegangen? Ah, okay. Oh Mario, schön dich zu sehen. Kann mir dir vielleicht irgendwie helfen? Los, der Bus einfach umgekippt. Das ist ja ausgerechnet jetzt. Also ehrlich gesagt, ich habe irgendwo auf der Insel meinen Ehering verloren. Ohne meinen Ehering kann ich die Insel natürlich nicht verlassen. Wachen nur an den Bartfelsen, weiter weg kann er also nicht sein. Oh, Palmina, der Boss, dein Vater, sollte mir den Ring da nicht einfach vergessen. Oh Manzo, was sagst du da? Dieser Ring ist ein Symbol unserer Liebe, du findest diesen Ring. Willst du etwas sagen, dass du mich nicht mehr liebst? Liebst du ihn nicht mehr, weil du den Ring verloren hast? Dummes Stück. Mich liebe ich dich, Palmina. Das ist nicht genug, 100 Mal musst du sagen, dass du mich liebst. Was? Was sagst du, wenn du mich liebst? Also, Palmina, ich liebe dich, ist das genug? So nicht drum, Manzo, noch 99 Mal. Was? Also. Ach du Scheiße. Kann es nicht schneller gehen? Ich bin schon am Spam. Ach du Scheiße. Ja, Palmina nervt nicht. Kann die Textboxen schneller laden? Wäre ganz cool. Also, wie war ich bei mir? Das ist wirklich Romanzo. Hör schon auf, wir sind nicht allein, nie. Also gut, Palmina. Und jetzt finden wir so schnell wie möglich den Ring. Kicken wir ihn noch sauber? Ja, mich fragst du, wir müssen dem bei der Suche wohl helfen. Ja. Weißt du zufällig von etwas? Hä? Du bist aber nicht von der Mango, oder? Ich hab's Gefühl, die redet von der Mango. Die hat von der Mango gesprochen. Von der Mango.
Okay. Cool. Immer noch nach rechts. Nach links. Immer noch nach links. Okay, dann wird es irgendwo da oben sein. Hier ganz in der Nähe. Gehen wir erstmal den. Wie viel Leben haben die? Ey, wie wird die halt nicht killen können? Die haben Stachelschutz. Passt. Nehmen wir uns den Gegner kurz mit. Dann können wir uns hier in Ruhe umschauen. Gold kontern. Herbstversuch, Leute. Egal. Zumindest kommen wir hier an 3 Sternpunkte. Ist schon sehr lange her, dass wir ein Level Up hatten. Kann das sein? Sagen. Drüben war es gerade eben noch nah. Was willst du, Nagerine? Probier es nicht. Kann ich das Ding überhaupt da schnüffeln? Ach, ich hab doch keine Ahnung. Was willst du von mir, Nagerine? Ich habe keine Ahnung, was du suchst. Egal, es wird wahrscheinlich hier gewesen sein. Wahrscheinlich wird das Ding aber irgendwo rumliegen. Gibt's ja keine Ahnung, so ein Ehering, den man fallen lässt, in der Palme landet, aber lass mich einfach bei meinen Gedanken, okay? Hier! Ehering! Wir haben auch gerade nur aus Versehen mit dem Hammer draufgeschlagen, aber das fällt sicher nicht auf. Sag einfach deinem Vater nichts davon, dass da ein Teil vom Diamanten kaputt ist, oder? Okay? Das ist alles gut. Wird schon irgendwie hinhauen. Es wird schon, oder? Ja, das ist der, mein Ring, du hast ihn gefunden. Romanzo, jetzt können wir auch endlich zurück zu Papa. Steht es also fest, es geht los, so schnell wie möglich zum Boss. So, Mario, wir warten am Hafen. Komm nach, sobald du kannst. Am Hafen von Rohlingen oder will sie mit uns mit dem Schiff von Cortes fahren? Wir können das Schiff von Cortes nehmen. Ich hätte zwar die Röhre hier bevorzugt, aber ja, die sind hier. Mario, wir sind bereit, auf nach Rohlingen. Oh Papa, hoffentlich geht es ihm gut. Hey, ich fress sie, sobald du weg bist. Ja. Let's go. Baby Yoshi sah gerade irgendwie ganz weird aus bei dem Zoom. Ja. Bin ja da, um auch die negativen Punkte anzusprechen, ne? Ich mach's nicht gern. Es ist ein super Spiel. Nicht sogar das beste Paper Mario überhaupt, auch wenn ich persönlich Super Paper Mario auch sehr mag, aber. Viele mögen es ab da schon gar nicht mehr.
Obwohl, ich glaube, der Hauptpunkt der Kritiker war, ab Stickers, da ging's bergab. Das Stickers, der Color Splash, Origami King. Für mich ist Origami King wieder so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber, naja. Ich denke, über Stickers und Color Splash muss man hier nicht reden, oder? Der Stickers da war ein bisschen weird nach Color Splash. Das fand ich dann schon wieder etwas besser. Der Origami King dann nochmal besser. Papa, Papa, wach auf! Boss! Mine? Papa! Boss! Mine, du bist zurück und du auch, Romanze. Ja, Papa. Als ich hörte, dass du krank bist, habe ich mich direkt auf den Weg gemacht. Mine, Romanze, was habe ich euch angetan? Ich war so ein Dickschädel. Ich glaube, es ist noch nicht zu spät, wenn ich euch jetzt bitte, hier zu bleiben. Ich war so einsam ohne euch. Ich bin schließlich auch nicht mehr der Jüngste. Leider, dass ihr euch so viel Sorgen um mich gemacht habt. Ihr fürchtet, der Alpemon ist zwar ein wenig in die Jahre gekommen. Ich schätze, es ist Zeit, ich werde mich zur Ruhe setzen. Aber... Also dann ab sofort wieder Romanze die Geschäfte übernehmen. Standen Romanze und du bist jetzt der Boss der Alpemon-Familie. Was? Aber Boss, du bist doch noch jung. Außerdem ich. Deine Widerrede, das hatte ich schon seit langem vor. Bist genau der Richtige, da bin ich ganz sicher. Jetzt kümmerst du dich um die Familie. Die anderen werden dich unterstützen. Boss. Nun zu dir, Mario. Ich habe dir wirklich viel zu verdanken. Jetzt wo du sagst, Boss. Was ist denn? Wir haben ihm etwas versprochen, und zwar, dass wir versuchen, ihm von dir eine Fahrkarte für den Glimmerliner zu besorgen. Aber nur, wenn er es schafft, Palmina zurückzubringen. Wenn das alles ist, lass das mir. Du kannst so viele Fahrkarten bekommen, wie du willst. Danke. Fahrkarte für den Zug nach Bad Glimmerich. Du bist jederzeit ein willkommener Gast im Haus der Palmon-Familie. Oh. Da ich mich zur Ruhe gesetzt habe, kann ich mich endlich frei draußen bewegen. Papa. Boss. Du bist der Boss, Romanze. Ich verlasse mich auf dich. Romanze, gemeinsam schaffen wir das. Opa, Mina. Sei nicht so steif, nenn mich Pelmchen. Was? Pelmchen? Für immer die Deine. Monzo. Nein, Boss, wir werden dir treu dienen. Kannst dich auf uns verlassen, Boss. Danke für alles, Mario. Kannst jederzeit hier vorbeikommen, wenn du uns sehen willst. Ist schon ein toller Typ. Ey, du wärst würdig, in die Familie aufgenommen zu werden. Okay. Vielen Dank, das bedeutet mir sehr viel. Hier ist nicht irgendein Sternsplitter oder so. Ja, jetzt noch mit dem Zug nach Bad Glimmerich. Das wird wohl eher nichts. Ich würde ehrlich gesagt sagen, wir probieren jetzt erstmal noch hier den Sternsplitter zu finden, der noch irgendwo sein soll. Endlich die Fahrkarte nach Bad Glimmerich. Also los, das sechste Sternjuwel wartet auf uns. Hey, das habe ich gehört. Was? Oh oh. Das sechste Sternjuwel ist also in Bad Glimmerich. Nur zu wissen. Ich wusste es. So, und wer bist du, Kringelhut? Eigentlich wollte ich ja dir und dieser Verräterin Barbara eine Lektion erteilen, aber ganz allein ist mir das Zeige. Heute kommt er also noch einmal davon. Dafür werde ich vor euch in Bad Glimmerich sein und mir das Sternjuwel schnappen. Hey. Was für ein Mistbomber. Wir müssen vor denen in Bad Glimmerich sein. Los zum Bahnhof. Ich suche noch kurz das Sternjuwel, okay, Sternsplitter. Eventuell könnte es der hier sein. Ne, den habe ich schon. Hier fehlt uns, denke ich, noch einer. Auch nicht. Hier vielleicht. Egal, wenn ich schon dabei bin, ich glaube nicht, dass es der hier ist, aber dann zeige ich euch den hier auch noch, bei denen, die es noch nicht haben.
Allerdings, wo ich glaube, wo ich einen noch nicht habe, ist vor Professor Gumbards Labor. Hier soll nämlich auch noch einer sein. Will ich den ganz kurz holen? Willst du mich verarschen? Also hier drüben sind noch zwei Möglichkeiten. Ich nehme an, hinter der Mauer fehlt mir. Ja, okay, das war er. Ich glaube, das war der letzte hier. Ja, wir haben Rohlingen durch. Ja, Rohlinger Katakomben gibt es, glaube ich, auch noch einen. Den kann ich noch ganz kurz holen, aber ansonsten müsste ich jetzt nicht weiter. So, hier. So ist es. Hier ist auch noch einer. Und die restlichen Sternspieler sind für uns dann, glaube ich, noch nicht erreichbar. Das wird eventuell noch einer sein, der wahrscheinlich da oben irgendwo ist oder so. Aber nee, war der da hinten bei, wo wir den Riesenblooper besiegt hatten zu Beginn des Let's Plays. Da müsste auch noch einer sein. Ja, in das Haus kommen wir noch nicht rein. Aber wie auch immer, beim nächsten Mal werden wir mit dem Zug nach Bad Glimmerich fahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao.